Der nächste, bitte. Was ist denn da mit Ihnen passiert? Ja, wissen Sie, nach 20 Jahren Ehe, da kriegt man sich so manchmal in die Haare. An mir und meiner Frau nagt der Zahn der Zeit. Hallo Schatz. Oh, war das heute eine Anstrengung. Die ganze Arbeit und der Stress und im Stau stand ich auch noch. Und meine Arbeitskollegen und die langen Vorträge und mein Chef. Und überhaupt, ich kann heute nicht mehr. Ich krieche heute einfach auf dem Zahnfleisch. Dieser Ausdruck lässt sich auf die Krankheit Skorbut zurückführen, von der besonders Seefahrer betroffen waren. Da sie nur wenig Vitamin C zu sich nehmen konnten, fielen ihnen deshalb sogar oft die Zähne aus. Heute will man damit sagen, dass man total am Ende oder voll erschöpft ist. Das wundert mich überhaupt nicht, mein Lieber, dass du jeden Abend so müde nach Hause kommst. Du fängst ja schon am Morgen an, dein Bier zu trinken. Und überhaupt, das, was du an Obst und Gemüse isst, das füllt doch keinen hohlen Zahn. Etwas, das gerade mal einen hohlen Zahn füllt, ist nur in einer geringen Menge vorhanden, so dass es noch nicht einmal einen Zahn voll machen würde. Warum schimpfst du gleich los und bist zickig zu mir? Zeig mir doch nicht immer die Zähne. Die Redewendung, jemanden die Zähne zeigen, kommt aus der Tierwelt, wo die Raubtiere ihre spitzen Zähne fletschten, um den anderen zu drohen. Auch heute hat es die Bedeutung eines Angriffs oder einer Drohung. Entschuldigung, dass ich dir das sage, aber ich muss dir da mal auf den Zahn fühlen. Dieser Ausspruch geht auf den Pferdehandel zurück, wo erfahrene Pferdehändler mit einem Blick auf die Pferdezähne das Alter des Tieres feststellen konnten. Die heutige Bedeutung ist, jemanden aushorchen. Schau lieber mal, dass du das Essen fertig kriegst. Ich habe einen riesen Hunger. Leg doch mal einen Zahn zu. Früher hing über der Feuerstelle ein Gestell mit Zacken oder Zähnen für den Kochtopf. Wenn das Essen schneller gar werden sollte, legte man einen Zahn zu, indem man den Topf niedriger hängte. Heutzutage ist es die Aufforderung, irgendetwas schneller zu verrichten. So eine Unverschämtheit, so ein unfreundlicher Kerl. Und für den soll ich mich auch noch abrackern? Diesen Zahn werde ich ziehen. Mit dem Ziehen eines Zahnes wird einem Menschen etwas sehr Persönliches genommen. Im übertragenen Sinne nimmt man jemanden seinen Wunsch oder eine Vorstellung, von der er persönlich sehr überzeugt ist. Diese Zicke, dieses Biest, dabei war sie doch damals, als wir uns kennenlernten, noch so ein richtig steiler Zahn. Auch der steile Zahn kommt aus der Tierwelt. Gemeint ist der auffällig hervorstehende Eckzahn, mit dem die Konkurrenten abgeschreckt und die Weibchen beeindruckt wurden. Manchmal verwenden Männer unter sich noch diesen Begriff für eine attraktive Frau. Was will der eigentlich von mir? Ich bin doch eh schon die Schnellste. Ich kann doch sowieso keiner mehr überholen, denn ich habe doch wirklich einen Zahn drauf. Wer einen Zahn damals an der Feuerstelle, ihr wisst schon, zugelegt hatte, hat ihn nun drauf. Wir meinen damit schnell sein, sich beeilen oder sich schicken. Meine große Liebe von damals, was ist denn aus ihr geworden? Jetzt hat sie richtig Haare auf den Zähnen. Haare galten im Altertum als Zeichen von Männlichkeit und Stärke. Aber wer sogar auf den Zähnen Haare hatte, war den Menschen nicht geheuer. So wie damals Frauen, die besonders tough waren und zum Beispiel Männerberufe ausübten. Besonders über solche Frauen sagt man, auch heute noch, dass sie Haare auf den Zähnen haben. Daran wird er sich die Zähne ausbeißen. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob da noch was zu retten ist.